Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zum Loser Battle Royale von Jurassic Battle 2.0. Und ihr seht ja schon, unsere 16 Kandidaten sind schon in der Arena. Das sind alles die 16 Verlierer, die schon rausgeflogen sind hier. Und einer von denen kann hier noch ins Finale einziehen. Und zwar der Gewinner von all diesen hier. Also ich bin mega gespannt auf diesen Kampf. Ihr seht ja, das sind echt coole und starke Dinosaurier, die hier gegeneinander antreten werden. Aber es kann, wie gesagt, nur einer ins Finale einziehen. Und bevor das Ganze jetzt hier gleich losgeht, gehen wir einmal kurz die Liste durch von den Kandidaten, würde ich sagen. Ich glaube, die beste Lösung dafür ist, dass wir einfach einmal, oh, das war der falsche Knopf, dass wir einfach einmal hier die Dinosaurier uns anzeigen lassen. Da sehen wir dann einmal den Stegoceratops mit Annie, den Nodosaurus mit Barry, den Baryonyx mit Commander, den Gigant Spino mit Hundefreund, der Giganotosaurus mit David Storm, der Mayunga mit Dominik Imroth, der Kentrosaurus mit Calm of Machine, der Indoraptor mit LP Money, der Carcharodontosaurus mit Luca, der Indominus Rex mit Lekröte, der Suchomimus mit Little Potato, der Carnotaurus mit Lord Laser, der Iguanodon mit Merlin Schubert, der Allosaurus mit Mr. Dino Experte, der Stego mit Olodriel und zu guter Letzt der Medriacanthosaurus mit Simolo HD. Das sind alle unsere 16 Kandidaten. Ich denke, das ist eine bessere Lösung, als wenn wir jetzt hier bei jedem uns den Einmarsch angucken, weil dann würde das Video, glaube ich, ewig dauern. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt gar nicht lange. Los geht's. Ja, meine Freunde, es geht jetzt hier gleich los. Und ich sage euch jetzt schon mal im Vorhinein, bevor ich das Ganze jetzt hier starte, es wird gleich super schwierig für mich werden, das alles auf Kamera vernünftig hier festzuhalten. Also wenn man den einen oder anderen Kampf vielleicht nicht so gut erkennen sollte oder sowas oder nur im Hintergrund sieht, seid mir bitte nicht böse, weil es ist einfach super schwer bei so vielen Dinosauriern, weil ich denke mal, die werden gleich alle gleichzeitig aufeinander losgehen und das wird ein mega Gemetzel. Später im Kampf wird das natürlich alles ein bisschen leichter und angenehmer für uns werden, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Ich mache jetzt hier in den Sandkasteneinstellungen die Dinosaurier-Kampfhäufigkeit auf Maximum und dann sollte es gleich hier ordentlich losgehen. Pflanzenfresser können Kämpfe beginnen, ist natürlich ein, wurde auch schon gefragt, ob das eingeschaltet ist. Das habe ich natürlich nicht vergessen. Ich würde sagen, wir gehen in den Aufnahmemodus. Das Gute an dem Aufnahmemodus ist, wir können sogar ab und zu mal pausieren. Wobei, wenn ich das gleich ausblende, ist das ein bisschen schwierig, ne? Ich kann auch in Zeitlupe gucken. Nee, egal, wir fangen jetzt an. Es geht los, Leute. Und ich versuche wirklich mein Bestes, das hier festzuhalten. Aber vermutlich werde ich auch viel nicht kommentieren können, weil einfach so viel gleichzeitig passieren wird. Schauen wir mal. Vielleicht wird es ja gar nicht so chaotisch, wie man denkt. Bin jetzt sehr gespannt, wer hier als allererstes gegeneinander antreten wird von diesen Kandidaten. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Gemetzel hier gleich losgeht und alle gleichzeitig anfangen. Oh, da hinten sieht es so aus, als wenn da schon mal ein Kampf der Giganten stattfindet. Der Indominus Rex gegen den Giganotto. Und der Indominus Rex schnappt direkt zu. So, das war schon mal ein saftiger Hieb gegen den Giga. Aber der Giga wehrt sich. Und im Hintergrund seht ihr auch schon die anderen, die kämpfen. Der Allo gegen den Sucho. Der Carcharodonto gegen den Nodo, glaube ich. Oder? Nee, ich bin mir nicht sicher. Wer wird hier der Erste sein, der ausscheidet? Da bin ich sehr gespannt. Es geht hier auf jeden Fall schon mal ordentlich rund. Na, bis jetzt geht das aber sogar noch von der Kamera her. Oder hinten der Medriacanto gegen den Mayunga. Die kämpfen jetzt, glaube ich, auch. Boah, hier ist ordentlich Gebrülle. Ist jetzt super spannend, wer hier... Oh, da hinten wurde der Iguanodon, glaube ich, gerade... Okay, die beiden trennen sich erstmal. Der Iguanodon wurde von dem Indoraptor überrannt. Habt ihr das gesehen im Hintergrund? Damit ist der Iguanodon, glaube ich, der Erste, der hier ausscheidet. Und der Indominus Rex und der Giga haben sich jetzt erstmal wieder voneinander getrennt. Schauen wir doch mal hier hinten, was da passiert. Bei dem Kano und dem Carcharodonto, der sich hier durchsetzen kann. Oh, da liegt, glaube ich, noch ein Toter. Oh Gott, ich kriege hier gar nichts mitgefühlt. Kameraführung ist auch wieder on fleek. Ja, hier liegt noch ein Toter. Ist das der Gigant Spino oder der Kentro ist es, glaube ich, ne? Kann es gar nicht genau erkennen. Ne, der Gigant Spino ist da. Das müsste der Kentro sein. Eieieiei. Ich glaube, ich gehe mal eben in die andere Perspektive. Dann kann ich auch das Leben von den Dinos sehen. Boah, das ist echt super schwer hier. Der Kentro ist down gegangen gegen den Commander Alex. Ich weiß leider gar nicht, wer das ist. Der schläft nur... Der schläft auch nur, okay. Das Schlafen sieht auch teilweise so aus, als wenn die down sind.
Also zwei Dinos sind down. Hier ist einer bei niedriger Gesundheit, nämlich der Gigant Spino. Der kämpft hier gerade gegen den Indoraptor. Ich glaube, das wird hier nicht gut ausgehen für den Gigant Spino, da bin ich mir ziemlich sicher. Boah, es ist so ein Chaos. Aber das habe ich mir schon gedacht, dass es schwierig wird. Und da schnappt der Indoraptor nochmal zu. Ich glaube, jetzt wird er hier zuschlagen. Genau, kickt ihn um und finisht ihn. Damit ist auch der Gigant Spino raus. Leider, leider. Die Pflanzenfresser haben hier natürlich wirklich, haben es wirklich schwer. Aber der Stegoceratops hat sich noch sehr gut rausgehalten. Der könnte hier sogar eventuell noch was erreichen. Oder der Nodo da hinten auch. Also der ist auch schon sehr gut dabei. Hier kämpft jetzt der Baryonyx gegen den Indominus Rex. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich glaube, der Indominus Rex ist nur bei 23% Leben. Also der Baryonyx könnte es hier schaffen. Ist jetzt aber nur noch bei 14. Oh, im Hintergrund sehen wir jetzt auch noch was. Ja. Da kämpft der Stegoceratops gegen den Carcharodontosaurus. Und ich glaube, das sieht nicht gut aus für ihn. Ja. Der bekommt jetzt ordentlich das Horn durch den Hals gepiekst. Und damit war es auch für den... War es das auch für den Carcharodontosaurus. Der Indominus Rex hat es hinten überlebt. Legt sich gerade noch schlafen. Und da hinten kämpfen die Nächsten. Und, oh, es ist so Chaos. Ich komme echt nicht hinterher. Eieieiei. Oh, da kriegt der Suchomimus die volle Breitseite und ist von Olodril ausgeschaltet worden. Der ist noch bei 100% hier, der Olodril. Nicht schlecht. Und da hinten geht der Nächste down. Der Metriacanto geht, glaube ich, gerade down. Ja, der Metriacanto ist auch down. Wurde vom Majungasaurus gefinisht. Jetzt liegen hier echt viele Leichen schon. Manche schlafen, manche sind tot. Ich weiß es nicht. Hier, der Indoraptor schläft, okay. Oh, da kämpft der Nodo gegen den Carnotaurus. Und der Giga ist down. Der Giga wurde von dem Allo gelegt. Das habe ich jetzt auch wieder gar nicht mitbekommen. Das ist halt so schwierig, Leute. 17% und 100% beim Nodo. Und ich glaube, der Nodo haut hier den Carno raus. Schaut euch das an. Der wird ihn jetzt finishen hier. Er kippt einfach um. Damit ist der Carno raus. Der Nodosaurus hat sich durchgesetzt. Nicht schlecht. Also die Pflanzenfresser scheinen echt gerade ganz gut dabei zu sein. Weil sich die Fleischfresser einfach so gegenseitig zerfetzen. Der Stegoceratops ist noch bei 100. Der Stegosaurus ist noch bei 100. Ich hoffe nicht, dass am Ende zwei Pflanzenfresser überleben werden, weil die kämpfen nicht gegeneinander. Dann müssen wir uns da was überlegen, was wir machen. Damit wir hier einen Gewinner kriegen können. Und diese ganzen Leichen, die verwirren mich so mit den schlafenden Dinos. Das ist, das ist ja geil, ey. Aber es leben, glaube ich, gar nicht mehr allzu viele. Ihr seht hier schon, eins. Der Stego lebt noch, der Stegoceratops. Und niedrige Gesundheit. Oh, die kämpfen gerade, das will ich sehen. Und der Indominus Rex gegen den Indoraptor. Und ich glaube, das könnte es jetzt hier für den Indominus Rex gewesen sein. Oder? Ne, 14% hat er noch. Aber der Indoraptor ist noch recht gut dabei von den Werten her, also vom Leben her. Und das war's für den Indominus Rex, Leute. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der dürfte jetzt down gehen hier. Der Indoraptor springt jetzt hier auf ihn, bringt ihn zu Boden und beißt ihn in die Kehle. Das soll es gewesen sein für ihn. Hier kämpfen schon die nächsten Fleischfresser. Der Alu frisst da gerade im Hintergrund. Der Baryonyx gegen den Majunga. Das sieht nicht gut aus für den Baryonyx. Nee, der ist noch bei 12%, jetzt noch bei 1. Und ihr wisst, was 1% bedeutet. Der Majungasaurus haut hier den Baryonyx raus. Und der hat ja gerade schon den Metriacanto rausgehauen. Also der hat ja auch schon ordentlich viele gekillt. Die Pflanzenfresser verbünden sich hier. Ich glaube, wir haben jetzt 3 Fleischfresser gegen 3 Pflanzenfresser. Wenn ich das richtig sehe. Ja. Der Indoraptor, der Allosaurus und der Majungasaurus sind noch drin. Und der Stego, der Stegoceratops und der Nodo. Also das könnte hier wirklich darauf hinauslaufen, dass hier 2 Pflanzenfresser übrig bleiben. Das wäre gar nicht gut. Aber ich hoffe es mal nicht. Wir werden es sehen. Oh, ich glaube, jetzt kämpft hier der Allo gegen den Stegoceratops. Ich glaube, das wird nicht gut ausgehen hier für den Allo mit 58% Leben gegen 100. Also das könnte hier wirklich... Ja, das könnte hier das Ende sein. 24% nur noch bei dem Allo. Wenn er sich jetzt nochmal treffen lässt, dann ist es hier vorbei.
Dann war es das mit ihm. Eieieiei, der hat auch Stacheln, ne? Der Stegoceratops, krass. Und kriegt hier nochmal einen Treffer, ohne dass er den Stegoceratops überhaupt verwundet. Damit ist der nächste Fleischfresser hier raus. Also die Pflanzenfresser dominieren hier, das ist ja unglaublich. Da bekommt er auch das Horn durch den Hals. Und das ist, glaube ich, echt schmerzhaft. Damit sind nur noch zwei Fleischfresser am Start hier. Und ich könnte mir vorstellen, dass es hier die Pflanzenfresser gemeinsam schaffen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das dann regeln. Ob wir dann mehrere Leute ins Finale lassen? Das könnten wir eigentlich so machen, ne? Bei den Pflanzenfressern finde ich das, glaube ich, okay, die Lösung. Und jetzt wird hier wieder fleißig gekämpft. Der Nodosaurus kriegt jetzt hier von dem Indoraptor einen saftigen Treffer. Und der Stegosaurus bekommt hier von dem Majunga eingeschenkt. Und, oh Gott, wie die Animation da aussah im Hintergrund. Habt ihr das gesehen? Bei dem Indoraptor? Er hat auf jeden Fall den Nodosaurus rausgehauen. Damit ist ein Pflanzenfresser weniger am Rennen hier. Und der Stegosaurus ist hier auch bei niedriger Gesundheit. Aber auch der Majungasaurus. Also das wird hier wirklich verdammt knapp werden. Die beiden trennen sich, glaube ich. Ja, das sieht mir ganz danach aus. Die kämpfen hier in dem Gigantspinosaurus drinne. Okay, sehr schön. Ich blende mal eben hier diese Symbole aus. Moment, es müsste doch irgendwo hier gehen. Gameplay, glaube ich, ne? Ja. So, dann sehen wir nicht diese ganzen roten Symbole. Weil es sind ja nur noch drei Kandidaten. Ich denke mal da... Ne, vier! Wie komme ich denn auf drei? Ne, der Stego hat es ja gerade überlebt. Stimmt. Okay, wie sieht es denn hier aus? Oh, der Indoraptor ist bei 100. Und der Stegoceratops ist bei 100. Und der Majunga stark angeschlagen. Und der Stego auch. Das heißt, die beiden Kandidaten, also der Stegoceratops und der Indoraptor, zwei Hybriden haben ja auf jeden Fall die besten Chancen, denke ich. Aber es kommt halt wieder mega darauf an, wer jetzt gegeneinander hier kämpft. Vielleicht kämpfen ja auch gleich die beiden gegeneinander. Ich glaube, das könnte sogar passieren, aber die scheinen sich jetzt hier erstmal ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Das war echt ein krasses Gemetzel, ne? Also, heftig, heftig. Und jetzt ist schon wieder ausgeglichen. Zwei Pflanzenfresser, zwei Fleischfresser. Also, das hätte ich nicht gedacht, dass die Pflanzenfresser hier so weit kommen, weil die waren ja klar eine Unterzahl. Die waren, glaube ich, 6 gegen 10. Also 10 Fleischfresser, 6 Pflanzenfresser, wenn mich nicht alles täuscht. Und der Majunga hat sich jetzt hier erstmal schlafen gelegt. Ich glaube, ich gehe nochmal in den Aufnahmemodus. Warum nicht? Entschuldigt. Oh, wir können sogar hier so Balken machen, wusste ich gar nicht. Ja, wir wollen aber keinen Balken. So, weiter geht's. Und der Majunga liegt jetzt hier schlafen. Der ist aber auch schon ordentlich am Bluten. Also vielleicht hilft ihm das Schlafen ein bisschen, sich zu regenerieren. Sollte er auf jeden Fall tun. Und ich bin jetzt sehr gespannt hier. Also wir wissen auf jeden Fall, dass die beiden da nicht gegeneinander kämpfen werden. Pflanzenfresser kämpfen nicht gegeneinander. Die sind friedlich. Ist eigentlich ganz schade, dass man das nicht einstellen kann, dass Pflanzenfresser auch aggressiv aufeinander reagieren. Das wäre eigentlich ganz nice. Aber ich glaube, das könnte jetzt hier ein bisschen dauern, bis was passiert. Oh, jetzt geht's hier, glaube ich, rund. Der Majunga, der verletzte Majunga, legt sich jetzt hier mit dem Stegoceratops an. Und ich glaube, das wird er hier nicht packen. Also der Stegoceratops ist ja so schon wirklich ein heftiger Gegner. Aber dann noch so angeschlagen, sich mit dem anzulegen, ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Und da hinten kämpfen auch der Stego und der Indoraptor. Okay, jetzt geht's hier auf einmal wieder mega rund. Ich denke, so können wir beides ganz gut festhalten. Und ich glaube, das könnte es schon gewesen sein hier für den Majunga. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, da hinten für den Stego war es das auch. Der Indoraptor finisht im Hintergrund den Stego. Und hier im Vordergrund sehen wir den Stegoceratops, wie er den Majunga finisht. Und damit haben wir zwei Hybriden hier, die jetzt um den Einzug ins Finale kämpfen werden. Ich weiß gerade nicht, wie viel Leben die beiden noch haben, weil ich will jetzt auch nicht aus dem Aufnahmemodus rausgehen. Und ihr seht schon, der Indoraptor legt sich erstmal wieder schlafen. Vermutlich dauert das jetzt wieder ein bisschen, bis es hier weitergeht. Oh, jetzt geht's hier weiter. Ich war gerade am Kaffee trinken. Aber jetzt scheint mir hier der Kampf fortgesetzt zu werden. Und jetzt könnten wir gleich schon einen Gewinner hier ermitteln, wer noch ins Finale einzieht. Entweder der Indoraptor oder der Stegoceratops wird's hier werden. Also wieder Hybriden. Die Hybriden sind hier wirklich viel zu stark. Vielleicht sollten wir die beim nächsten Mal rauslassen. Beim Jurassic Battle. Und der Indoraptor schlägt zu. Aber der Stegoceratops scheint hier noch nicht wirklich mitgenommen zu sein. Sehen beide noch sehr, sehr fit aus nach dem ersten Treffer. Keiner am Bluten. Der Kampf geht weiter.
Stegoceratops versucht hier den Indoraptor einzuschüchtern. Und verteilt jetzt nochmal einen saftigen Hieb. Und jetzt blutet der Indoraptor. Jetzt ist er auf jeden Fall am Bluten. Und wir kämpfen hier auf der Allosaurus-Leiche. Und der Stegoceratops blutet jetzt auch heftig. Okay. Und die beiden trennen sich. Und das scheint sehr bei niedriger Gesundheit zu sein. Ich würde sagen, wir gehen wieder in den anderen Modus. Ich möchte gerne die HP-Zahlen sehen. Da haben wir einmal 48% beim Indoraptor und 20% nur noch beim Stegoceratops. Also die Chancen für den Indoraptor stehen hier auf jeden Fall sehr, sehr gut. Er legt sich hier wieder schlafen. Beide legen sich schlafen. Das heißt, kurze Pause für euch. Gleich geht's weiter. Oh, Leute. Oh mein Gott. Leute, mir ist gerade aufgefallen. Er ist am Sterben. Er verdurstet. Das gibt's jetzt gar nicht. Der Kampf hat so lange gedauert und er hat nicht getrunken, obwohl er die Möglichkeit dazu hat. Hier ist Wasser. Und ich weiß nicht, ob er hier nochmal erwacht. Die HP-Zahl geht runter. Oh Gott, wird jetzt der Kampf hier so ausgehen? Der finale Kampf. Wird der Stegoceratops jetzt hier einfach verdursten? Aber das sind die Bedingungen gewesen, Leute. Also alle waren einigermaßen voll gefressen und voll getrunken. Der Kampf hat jetzt halt nur relativ lange gedauert. Und die hätten ja trinken und essen können. Also daran hat es ja nicht gescheitert. Ich habe ja extra hier was reingemacht. Und ich glaube, der Indoraptor, der ist voll mit 71%. Der hätte hier wahrscheinlich eh den Kampf gewonnen. Ich glaube, der wird jetzt hier gewinnen. Ich glaube nicht, dass der Stegoceratops hier nochmal aufwachen wird. Und ihn jetzt wieder zu heilen, das wäre auch unfair. Also das sind die Regeln. Ich glaube, der Kampf wird jetzt einfach hier so enden, dass der Stegoceratops verdurstet. Falls er hier nochmal erwacht, bringe ich euch zurück. Falls nicht, werden wir hier unseren Indoraptor als Sieger küren, so wie es aussieht. Ja, Leute, es sieht jetzt hier wirklich ganz danach aus, dass es mit dem Stegoceratops hier zu Ende geht. Nur 6%. Ja, bei seinem Status steht, stirbt. Also der Stegoceratops ist hiermit ausgeschieden. Wir müssen jetzt nur noch abwarten. Ich bin nochmal eben gespannt. Wir können mal eben gucken, wie viele Dinosaurierkämpfe er denn hier gewonnen hat. Wo steht denn das nochmal? Hier steht das, ne? Kann das sein? Nee. Irgendwo stand das doch. Anzahl an Betäubung. Dinosaurier getötet, 3 Stück. Er hat hier insgesamt 3 Leute aus dem Loser Battle Royale geworfen. Also er hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gut geschlagen hier. Auf jeden Fall nicht schlecht. Und leider geht das jetzt hier so zu Ende. Aber so ist das nun mal. Also jeder hatte die gleichen Chancen hier. Jeder hätte trinken können, jeder hätte essen können. Dass er jetzt hier das Trinken vor lauter Kämpfen vergessen hat, das ist wirklich, wirklich schade. Weil der Indoraptor wird jetzt hier kampflos gewinnen. Vermutlich hätte er sowieso gewonnen, weil der Stegoceratops viel, viel niedriger von der Gesundheit war. Aber dass es jetzt hier so zu Ende geht in unserem Loser Battle Royale, ist wirklich überraschend und ich muss sagen, ein bisschen enttäuschend, aber so ist das nun mal, ne? Also kann man nicht beeinflussen und ich kann dir schon mal gratulieren, LP Money. Damit ziehst du noch nachträglich ins Finale ein als 3. Kandidat. Herzlichen Glückwunsch an alle anderen, die jetzt hier ausgeschieden sind. Schade, 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 aber vielleicht werden wir bei unserem nächsten Kampfprojekt, vielleicht kommt ja Jurassic Battle 3.0, falls euch dieses Projekt hier gefällt, relativ schnell, dann werdet ihr vielleicht nochmal drankommen. Mal schauen. Aber wir gucken uns jetzt hier erstmal das an, wie er jetzt hier gleich sterben wird. 1% Leben nur noch. Mal gucken, wie das gleich aussieht. Habe ich auch noch nie beobachtet. Oh, ist das schade und traurig. Er ist hier noch am Nickerchen machen, ganz in Ruhe. Und damit war es das mit ihm. Er ist friedlich im Schlaf gestorben. Der Stegoceratops ist damit ausgeschieden. Und damit gratuliere ich dir nochmal, LP Money. Herzlichen Glückwunsch. Du ziehst hier als 3. und letzter Kandidat ins Finale ein. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt ein letztes Mal unsere Tabelle an. Und dann geht's im Finale beim nächsten Kampf weiter. So Leute, kommen wir zur Tabelle. Und wir sehen ja schon hier, der Spinoraptor ist im Finale und der Tyrannosaurus Rex ist im Finale. Und wir haben ja jetzt gerade im Loser Battle Royale unseren 3. Finalisten und letzten Finalisten somit ermittelt. Und das war kein geringerer als der Indoraptor. Ich würde sagen, wir moven den jetzt mal hier hoch. Er hat's geschafft. Die hier sind leider alle jetzt komplett ausgeschieden, weil sie haben es im Loser Battle Royale leider nicht geschafft. Und damit sind sie alle raus. Und wir haben jetzt hier unseren letzten und finalen Kampf. Das ist der Spinoraptor gegen den Indoraptor und den Tyrannosaurus Rex. Das wird, glaube ich, ein mega, mega spannender Kampf. Immerhin ist noch ein Nicht-Hybrid dabei, also ist ja auch schon mal nicht schlecht.
Und diesen Kampf sehen wir dann beim nächsten Mal. Der Gewinner von diesem Kampf wird natürlich auch einen Preis hier gewinnen. Und ich bin mega gespannt, weil dieser Kampf wird, glaube ich, nochmal richtig, richtig actiongeladen und spannend werden. Das ist das große Finale. Das sehen wir im nächsten Video. Falls euch Jurassic Battle bis hierhin gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Euer Dandy.